Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute gibt es Pastinakenpommes mit Kräuterdip. Hier habe ich jetzt 5 Pastinaken liegen, das sind 500 Gramm. Ich schäle die jetzt und schneide die Enden ab und ich denke mal, dann bleiben ungefähr 400 Gramm übrig. Und dann schneide ich die in kleine Stücke, so ähnlich wie Pommes. Also je kleiner die geschnitten werden, je eher werden sie gar im Backofen. Dann gebe ich sie in eine Schüssel, so wie hier. Und dann habe ich im Hintergrund ein Chiliöl stehen. Das habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Das habe ich von der Genießbar. Und wenn man so ein bisschen Schärfe da dran haben will, ist das richtig, richtig toll. Da habe ich jetzt so einen halben Esslöffel vielleicht reingegeben, also nicht so viel. Und da habe ich jetzt ein Bratkartoffelgewürzsalz. Da könnt ihr natürlich auch Salz und Paprika oder Pfeffer oder was auch immer nehmen. Da sind halt mehrere Gewürze drin und ja, dann schüttel ich das so wie hier im Video. Dann verteilt sich das Öl und die Gewürze richtig schön auf den Pommes. So kann man das genauso gut auch mit Kartoffeln machen. Und dann habe ich hier so eine Grillmatte. Die habe ich mir, glaube ich, mal in Holland gekauft. Ich verlinke euch ein entsprechendes Produkt mal unter dem Video. Das ist super, dann wird das nämlich von oben und unten auch richtig schön gebacken. Und dann kommt das in den Ofen bei 200 Grad und zwar so lange, bis alles braun ist. Ich denke mal so 20, 25 Minuten. Da müsst ihr dann mal schauen. Das ist ja auch bei jedem Backofen ein bisschen anders. In der Zwischenzeit, wo die Pommes garen, mache ich mir meinen Dip. Hierfür habe ich den Alpro ungesüßten Joghurt. Der eignet sich als Grundlage für so herzhafte Sachen immer sehr gut. Und da ich jetzt nur eine kleinere Portion mache, mache ich das hier in so einer kleinen Schüssel. Hier und hier habe ich jetzt eine dicke Knoblauchzehe geteilt. Ich nehme jetzt nur eine halbe, weil das reicht jetzt auf die Menge auf jeden Fall. Dann habe ich hier eine 8-Kräuter-Mischung, die nehme ich super gerne auch für mein Salatdressing. Und davon gebe ich auch eine gute Menge mit in den Joghurt. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist etwas Salz. Und dann ist der Dip auch schon fertig, wenn man ihn verrührt hat. Und schmeckt super lecker, ist super einfach zu machen. So, und jetzt sind die Pommes im Backofen fertig und so sehen sie jetzt aus. Sie schmecken lecker, ein bisschen nussig und ein bisschen würzig, intensiver als Kartoffeln und sind auch vom Bissgefühl her etwas fester. Ich fand sie richtig super, schmeckt auch unheimlich lecker mit Ketchup einfach oder halt auch mit dem Dip oder mit einem anderen Dip, was ihr dann wollt. Sicher geht auch Mayonnaise oder was auch immer. Ja, hat auch etwas weniger Kalorien. Pastinaken haben 59 Kalorien im Gegensatz zu Kartoffeln. Die haben 73 auf 100 Gramm und auch etwas weniger Kohlenhydrate. Kartoffeln haben 15 und die Pastinaken ungefähr 11. Ja, vielleicht wollt ihr das ja mal nachmachen. Ganz einfach, super simpel und super lecker und super sättigend. Danke fürs Zusehen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.